Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video namens zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal zusammen den Hecht und Barsch Ludrop in der Variante Limited Sea Trout Edition an. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was wir denn hier Schönes haben. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Meerforellen-Spezialist. Ich habe schon mal auf Meerforelle geangelt im Familienurlaub, also im Familienurlaub mit meinen Eltern. Und meiner Keule mit Familie. Und natürlich war meine Familie auch mit dabei. Wäre schön blöd, wenn nicht. Da machen wir auch oft in Kosovo Urlaub. Auch im nächsten oder übernächsten Monat. Weiß ich jetzt nicht genau. Irgendwie sowas in dem Dreh. Meine Frau, die macht die Termine. Die weiß das immer besser. Und da habe ich es auch schon mal in Kosovo auf Meerforelle probiert. Bin da also in die Fluten rein mit meiner Warthose. Völlig euphorisch. Aber nach 10 Minuten habe ich es dann tatsächlich im Wellengang aufgegeben. Weil ich mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen könnte, dass die Forellen, also die Meerforellen, so doll im Flachen beißen, weil ich weiß, im Sommer läufst du da irgendwie 300 Meter straight ahead gerade rein ins Wasser und bist irgendwie, wenn du Glück hast, bis zur Hüfte drin. Und da habe ich es dann halt einfach aufgegeben. Also wenn du dich auskennst mit Meerforellenangeln und wenn du irgendwo herkommst, wo es Meerforellen gibt, schreib mir gerne, dann komme ich mal vorbei und dann angeln wir mal zusammen auf Meerforellen. Ganz genau. Naja, jetzt legen wir jedenfalls los. Der Ludrop in der Limited Sea Trout Edition kostet 50 Euro. Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr euch den oder irgendwas anderes bei Hecht und Barsch bestellen wollt, könnt ihr das gerne über den Link in meiner Videobeschreibung machen. Habt ihr keine Vorteile, aber das gute Gewissen, Lemmy was Gutes getan zu haben. Gar nicht mehr so schlecht, oder? Naja, wollte ich mal sagen, legen wir los und schau mal, Warenwert zwischen 90 und 100 Euro. Und dann geht's jetzt hier mal los. Design auf jeden Fall sehr schick. Kennen wir auch schon aus dem letzten Jahr. Und ja, sehen wir toll aus. Genau. Auf die Weise fertig los. So, was haben wir denn hier Schönes? So, fangen wir mal an. Da haben wir einen Sea Trout Aufkleber. Auch hübsch. Der sieht ein bisschen hübsch aus. So, dann gibt es ein bisschen Werbung. Floating Landing Net auf das LMAB Floating Landing Net 15% Rabatt. Dann gibt es natürlich einen Flyer. Da schauen wir erstmal danach rein. Genau, da haben wir nochmal QR-Code zum Scannen. Muss man auch, glaube ich, nochmal erwähnen. Es geht auch bei mir ein bisschen bei den Lure Drops und sowas unter, wie viel Mühe man sich eigentlich beim Gesamtpaket mit diesen Lure Drops gibt. Ob es jetzt die Sonderdrops sind oder der normale, wobei normal sich auch fast zu schlecht anhört dafür, was eigentlich das Produkt mittlerweile geworden ist, dass man sich wirklich viel Mühe gibt. Ich habe jetzt gesehen, der Leo, Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus, Leo, der gibt sich echt viel Mühe mittlerweile. Bei Instagram gibt es viele Videos, wie ziehe ich den Gummifisch richtig auf, also den Jigkopf auf den Gummifisch, oder heißt es den Gummifisch auf den Jigkopf? Weiß ich nicht. Naja, ihr wisst schon, warum ich das meine. Und so weiter und so fort. Ihr habt in jedem Lure Drop immer Expertentipps, die man per QR-Code erreichen kann und so weiter und so fort. Also das ganze Gebilde auch rundherum um diese Drops ist sehr gut ausgebaut und informiert auch Leute, die sich vielleicht nicht so richtig damit auskennen, da zähle ich mich auch mit dazu, sehr gut über alles, was man denn halt mit diesen Sachen, die man auch in den Drops findet, machen kann. Also da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Liebe da lassen. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier auf jeden Fall weiter. So, Flyer liegt am Start. Sieht schon ganz cool aus, oder? Ich sehe schon wieder so eine schöne kleine Tacklebox. Sowas mag ich ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt was aus dem neuen Programm ist, da bin ich leider nicht so drin. Aber das ist auch mal ein schönes Format. Sowas habe ich, glaube ich, auch noch nicht in der Variante. Also hier nochmal mit so einem Stegen können wir nochmal ein bisschen verstellen. Ja, finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Könnt da gleich passend ein bisschen Tackle einsortieren. Boah. Schön dicht. Boah. Ganz cool. So, was haben wir noch? Schauen wir mal. So, ich greife mal einfach rein. So, Spunk. Was ist ein Spunk? Spunk. Salzlakritz. Naja. Passt auf jeden Fall, isst man ja da oben doch sehr gerne. So wie auch die, wie heißen denn diese kleinen Salzheringe? Genau, das wollte ich noch sagen. Salzheringe, die werden ja da oben auch sehr gerne gegessen. Bei uns sicherlich auch, aber sicherlich in Richtung Küste da oben noch ein bisschen mehr wie bei uns. Jedenfalls haben wir hier eine Packung Salzlakritz dabei. 340 Kilokalorien für 100 Gramm. Was sind hier drin? 10, 20, 20, 20 Gramm. Und sogar noch haltbar, bis 25. Boah, komm, auf jeden Fall machen. Interessant. Aber auch hier wieder die Liebe zum Detail. Was Passendes dazu irgendwie. Finde ich ganz geil. Ja, gibt man sich auf jeden Fall auch Mühe in der Richtung. Dann haben wir hier so ein... Oh Gott, ich hab gerade Askari gelesen. Aber es heißt Azari. So ein Glück. Also, naja, war schon ein bisschen... Ich fand es vielleicht lustiger wie ihr.
Das ist auf jeden Fall was zum Vorfächer aufmachen, würde ich jetzt mal sagen, oder Montagen. Dann kann man hier auf jeden Fall schön einhängen in den Haken. Das ist hier so ein weiches Schaumgummi-Bumsdings irgendwas. Ja, kann auf jeden Fall was raufwickeln. Ne? Hier mit einer Nadel feststechen beispielsweise. Ja. Sieht fast aus, als ob da schon was drauf war. War immer schon was drauf, weil da so ein Loch drin ist. Weiß ich nicht. Naja. Dann, ach, warte mal, ich weiß. Könnte sein, dass die vielleicht da drauf gesteckt hat? Na, weiß ich nicht. Die sieht auf jeden Fall ein bisschen lustig aus, wie so eine Garnele fast. Schon ein bisschen toll. Kann man schon doch auf Barsch angeln, oder? Seid mal ehrlich. Guck mal, wie schön fein die Flusen hier. So ähnlich sieht es bei mir unter der Couch auch aus. Oh, UV-aktiv? Wahrscheinlich nicht. Ach so, das Schild. Ach Mensch. Ach, lassen wir einfach dran. Aber der Rest ist jedenfalls nicht UV-aktiv. Finde ich ganz cool. Kann man auch zum Streicheln nehmen. Naja. So, dann geht's hier weiter. Mit ein bisschen Vorhermaterial. 0,35, ja, perfekt für mich. Für Thunderangeln nehme ich auch für Barsch. Da habe ich mich nicht so, muss nicht so fein sein. Tragkraft 7,8 Kilo und 30 Meter sind drauf. 100 Pro Made in Japan Medium Stretch Clear. Ich habe noch gar nicht rausbekommen oder danach gesucht, ob es auch eine andere Stretch-Variante gibt. Also Full Stretch oder Hard Stretch? Wie heißt denn das, wenn denn? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Jedenfalls haben wir hier eine volle Spule mit dabei. Also zum Vorfach bauen. Ganz cool. Ja. Dann haben wir von der Firma Balzer, die in diesem Jahr übrigens, ich muss mal kurz auf meinen Kalender gucken, Moment. Ich glaube 75? 75 Jahre Balzer feiern. Da war schon eine Meerforelle. Nee. Hier. Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Schon gar nicht. Erst recht nicht. Nö. Nein. Nö. Nein. Okay. Meerforelle ist nicht im Start. Aber 75 Jahre Balzer. Was haben wir hier? Wir haben hier das Stinger-Lift-System für Meerforelle. Das ist aber ausgezeichnet beschrieben auf Fluorocarbon-Schnur. Nee, mit Fluorocarbon-Schnur. Schnur. Polar Magnus. 85 cm langes Vorfachmaterial, Hakengröße 6 und 0,28er beziehungsweise 0,33er Vorfachmaterial. Packen wir mal aus. Stinger Liftsystem für Meerforelle mit Fluorocarbon-Schnur zum Spinnfischen. Auf Meerforelle vorne wird ein Blinker oder Wobbler eingehängt. Oftmals erfolgt der Biss aber auf die Spinnfliege. Beim Drill zieht sich die Mundschnur mit dem gehakten Fisch nach unten und verhindert so, dass der Blinker sich am Grund verhakt. Aha, das ist aber ausgezeichnet beschrieben. Ausgezeichnet. Schauen wir mal. So, da ist das gute Stück. Eieiei. Das kenne ich noch vom Stippen, das Auspacken von solchen Sachen, das, naja, Knoten und so, kennt er sicherlich auch. Ja, moin, perfekt. So, jetzt wird es mir auch langsam unangenehm. Vielleicht hätte ich es lieber noch nicht auspacken sollen. Naja, ihr wisst ja jedenfalls, wie es funktionieren soll. Muss man auf jeden Fall ein bisschen mit Geduld und nicht im Wind und nicht mit kalten Fingern auspacken. Da gibt es wahrscheinlich auch einen Trick, wie man es auspackt, aber habe ich jetzt nicht gekannt, den Trick, scheinbar. Na, ich habe es fast. Erinnert mich auch so ein bisschen ans Weihnachtsbaumkette jedes Jahr wieder auseinanderfriemeln. Ach komm schon. Naja, wir lassen es jetzt einfach so. Jedenfalls irgendwie so müssen wir das jetzt hier montieren. Da ist hier auf jeden Fall der Snap dran. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Stück, was nachher, wo nachher der Blinker rankommt oder was auch immer. Sag mal. Und die Leute skippen und die Leute skippen. So, jetzt wird es nicht besser? Oder wird es doch besser? Ach, komm schon, lassen wir es sein. So, hier ist es auf jeden Fall nochmal drauf. Da ist der Blinker dran. Achso, das hängt hier so extra an so einem Seitenarm. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist eher so ein bisschen drauf. Aber es hängt an so einem Seitenarm. Und weil der Biss auch ab und zu dann scheinbar auf diese Fliege kommt, ist auch diese Fliege hier, wie wir unschwer erkennen können, mit einem Haken ausgestattet. Ganz genau. So, also ganz cool, würde ich jetzt mal so schätzen, wenn man es denn auseinandergefriemelt kriegt. Naja, das mache ich einfach später. So, weg damit. So, und dann rolle ich es natürlich da drauf auf. Viel besser.
Dann haben wir von der Firma VMC Rolling Duo Lock Swivels im Rillos Wirbel. 10 Kilo Tragkraft, 9 Stück sind hier enthalten. Nummer 12 und die Nummer ist hier die 3526. Und da 3615.8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Rolling and Duo Lock. Größentechnisch für mich, für alles, was ich so angel, ganz gut. Die angel ich auf Barsch, die nehme ich mal auf Zander. Auf Hecht lieber nicht, da können die ruhig noch ein bisschen größer sein. Na. Habe ich schon Probleme, hier die Wirbel richtig zu zeigen. So, da ist er. Hubala. Naja, fast. So. Da sieht man übrigens auch meine Verletzung vom letzten Mal. Wer kann sich noch erinnern? Ja. Aber die Verletzung hat schon vorher existiert, ist ein Tag vorher passiert und da bin ich dann beim Öffnen einer Plasteverpackung drin hängen geblieben und hat geblutet wie Schwein. Gandalf hat gesagt, die Wunde wird wohl nie richtig verheilen. Naja, aber jetzt geht's schon fast. So, jedenfalls hier schöne, stabile Snaps. Von der Größe her für mich perfekt. Die wandern auf jeden Fall gleich in die Tacklebox. So, weg damit. Hardbait technisch sind wir hier auch am Start mit dem LMRB Flash Wipe 98F Shallow Running. Köfi Flash Wipe steht da unten nochmal drauf. Farbentechnisch. Hier. Are you? Jennifer Lawrence noch schnell ein bisschen gesungen. Kann man ja mal machen. Krieg ich nicht ausgepackt hier. Oh, doch ein Messer. Schwupps. So, ist auch noch verklebt hier. Och Mensch. So, oben haben wir eine Klammer und einen Klebestreifen. Junge. So, da ist er, der Flash Wipe. Hier nochmal mit diesem Longcast System. Ja, Kugel hinten in den Hintern. Macht das schön gerade beim Fliegen. Fliegt dadurch schön weit. Schön stabil. Ja, AU-Farben typisch. Ganz hübsch. Ein V-aktiver Punkt. Sehr cool. Ja, macht ein bisschen Action. Ja. Mal ganz kurz gucken hier. Genau. High Noise Rattles, also hohe Lautstärken, Rasseln, Riff. Nach Perfectly Balanced. Ach, ich wollte gerade Reflectly sagen. Ultrascharfe Haken, Weitschmeißsystem und Flashing Movement, also hier so ein Blitzbumsdings-System. Achso, da war. Da höchstwahrscheinlich. So, steht ja auch noch was drauf. Wie tief läuft der? Ah, hier. Nee, oder? Moment. Ach doch, hier. Da steht's drauf. Ach Mensch, könnte man auch ein bisschen präsenter präsentieren. 98 mm lang, 10 Gramm wiegt er und Lauftiefe 0,5 bis 1,2 Meter tief. Genau, Shallow Running, bleifrei, Hakengröße 6 verwendet, Ringgröße in 6 mm. Also alle Infos drauf, die wir brauchen, wenn man dann eine Brille dabei hat. So, kann er wieder rein. Schwupps. Dann geht's weiter. Natürlich brauchen wir auch noch einen Inline-Blinker, sagt man das so? Oder Inline-Spoon? Naja. Genau, auf jeden Fall von der Firma Rhino den Diamond Spread. 21 Gramm ist er schwer. Explore the Depth. UV-aktiv, bleifrei, 3D-Fischaugen und eco-freundlich. Also wenn wir den abreißen, ist nicht ganz so schlimm. Geil ist es nicht, aber kann halt passieren. Bei Jens Brazel. Sieht ja ganz cool aus. Sieht der in Wirklichkeit auch so aus? Ja, sieht man gar nicht auf dem Schwarz, dass der hier so kantig aussieht. Der erinnert mich so ein bisschen an den Stealth Bomber. Habe ich auch mal als Modell gehabt von, weiß gar nicht, war das Revell früher, die ganzen Flugzeugmodelle gemacht haben? Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. So, aber die Packung ist natürlich hier wieder auf jeden Fall wild. So. Aha! Oh, die sieht ja cool aus von unten. So, das Zubehör lassen wir mal drin. Hier ist auch wieder diese Perle mit dabei, die nochmal so einen Reiz auf jeden Fall gibt. Vielleicht gucken wir es mal so kurz an. Genau. Und ansonsten sieht der von hinten ganz schön cool aus. Ja. Auf jeden Fall. Schön hier nochmal Rhino eingeprägt, eingestanzt. Nee, umgedreht, ist ja erhaben. 21 Gramm. Und hier so diese Form. Finde ich ganz geil. So, der ist auf jeden Fall UV-aktiv. Schwupps. Ja. Schon ein bisschen cool. Schon ein bisschen cool. Leuchtet das Auge eigentlich auch? Nö. Genau, Schnur kommt hier auf jeden Fall durch. Wow. Hübsch. Really nice. So,
Den haben wir. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Spino. Genau, Bumble Sinking 30 Gramm. Also ich sage jetzt einfach Spino dazu. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht genau das ist, für was ich es jetzt bezeichnet habe. Ich kenne es nur vom, ich glaube, sehr leichten Forellen oder auch Barschangeln, indem man halt, sag ich mal in Anführungsstrichen, ein durchsichtiges Gewicht hat, eine durchsichtige Möglichkeit, das Gewicht an der Rute zu erhöhen, um dann auch mit leichten Ködern auf Wurfweite zu kommen. Aber vielleicht steht es auch natürlich in dem Begleittest, müssen wir mal gucken. Ja, perfekt. So, 30 Gramm. So, wie ein Trinkröhrchen. So. Schon ein bisschen unspektakulär, so ein Ding. Aber gut, ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Wie geht's mir nicht gut? Ich glaube, ich fühle mich. Nee? Okay. Der Shore Shaver von Ganki. Sinking, 0,05 bis 0,5 Meter Lauftiefe, 85 mm ist er lang, er wiegt 16,7 Gramm und er ist aus der Top Water Series, designed by Paison and Michel. Farbentechnisch bewegen wir uns hier in irgendwas Silver. Steht nichts drauf. Warum schreiben die denn hier die Bezeichnung nicht drauf? Ach doch, da steht's ja. Half Alive, halb lebend oder halb tot. Kann man sich überlegen, wie man es ausdrücken möchte. So. Also ein Topwater-Köder auch mit am Start hier. So, da ist er. Oh, ui, der ist aber schon oben. Der sieht ja hübsch aus. Nicht, dass er es ein Fisch von unten sehen könnte, wie er oben auf dem Wasser aussieht. Aber für uns Angler sieht er auf jeden Fall ein bisschen toll aus. Und auch so sieht er echt schön aus. Ist mal so, wie sagt man denn, so... Naja, so, nicht glatt, sondern so rau ist jetzt auch das falsche Wort, aber sieht schon ein bisschen wild aus. Ist ja auch egal. So, der ist auf jeden Fall leise. Der macht nix. So, UV-aktiv. Licht aus. Spot an. Nö, ist auf jeden Fall nicht. Aber ziemlich hübsch. Fühlt mir sehr gut. Wirklich, wirklich schön. Rein. Na, ich freue mich schon auf den nächsten Weihnachtskalender. So, dann haben wir noch was von der Firma, die immer liefern kann, von Westin, und zwar Sandy Inline. Also Sandy sicherlich als Bezeichnung, Inline hier wahrscheinlich wieder für eine Art Inline Spoon, Inline Blinker, Inline Hardbait. Weiß ich nicht, wie man es genau bezeichnet. Steht hier drauf, designed by Saltwater Fishing Sea Trout. Naja. 24 Gramm Steel Sardine und 12 cm lang. Steel Sardine. Also die kunstgemeine Stahlsardine. Ich brauche unbedingt mal so einen Klammeraffen. So. Ja, perfekt. Ah! Mensch. Ist gar nicht mal so gut schon wieder. Okay, da haben wir wieder das Zubehör. Perlen, Ringe, Perlen auf dem Tisch. Perlentaucher. Ah, der Hombre ist ein super Perlentaucher. Der Schuh des Manitou. So, UV-aktiv? Nö, nicht UV-aktiv. Hätte ich jetzt aber gedacht. Ach, das hier wäre. Hier ist er. Moment. Schwupps, da ist er wieder drin. So. Das sieht schon ein bisschen toll aus. Kann man bestimmt auch den einen oder anderen Barsch drauf fangen. Oder Hecht. Ist doch gar nicht so schwer. Wie viel wiegt denn das Ding? 24 Gramm. Hm, könnte stimmen. So, UV-aktiv unten am Bauch. Ich würde fast tippen... Ne. Verdammt. Okay, er ist doch UV-aktiv. Aber sehr dunkel. Fast gar nicht. Quasi ein Hauch. Licht an. Die finde ich echt cool. Vielleicht bastel ich mir da einen Schlussanhänger draus. Nein, natürlich nicht. So, Sardine kann wieder rein. Steel Sardine, Sandy, wie hieß es? Mit Mädchennamen haben sie es ja aber. Perfekt, wie neu. So, dann haben wir... Oh, das haben wir noch gar nicht gesehen. Was ist das denn hier?
Henry's Summit Classic 22 Gramm, The Original, OGLoose.com. Classic 22 Grams, Glow in the Dark, Ultraviolet Active. Age Sinking. Was steht hier? Nee, Age. Hyperken? Hyperken? Irgendwas mit I. Irken, irgendwas mit Pirken. So, Recommendations. Hakengröße 1, Drillinggröße 6, 040er Flugcarbon. Ist alles hier drin? Nein, müssen wir natürlich verwenden dafür. Das ist natürlich toll, dass es so draufsteht. Ja, Sea Trout Fishing. Und hiermit sogar so ein Klebi. Wenn wir damit aus dem Laden gehen, damit das dann höchstwahrscheinlich piepst, oder? Oder ist da noch was drin? Nee, oder? Nee, da ist nichts drin. Das ist nur so. Oder? Nee, das ist nur so ein komischer Magnetchen, ne? So ein. Wenn du damit rausrennst, ohne zu bezahlen, dann renne ich hinterher Magnet. So, naja, packen wir mal aus. Packen wir mal aus. Los. Nein. Perfekt. So. Da ist er. Das ist also der Klassiker, ja, unter den Meerforellenködern. Schon ein bisschen wild aus. Hinten ein kleines bisschen dicker, vorne ein bisschen schmaler. Ansonsten ziemlich unspektakulär. Ein Auge drauf, ein H. Und schöne V-Aktiv. Auch ganz cool. So, die sind alle ziemlich schmal, alle ziemlich schwer. Also diese Metallköder. Einfach auch, damit wir wahrscheinlich schön mehr schmeißen können. Würde ich mal sagen, wa? So, was auch noch? Wir haben noch von Fish Us den Wobbly. Auch wieder irgendwas mit Lipless hier, wa? 13,50 Euro Rattling, also mit Rasseln drin. 6,2 cm ist er lang, er wiegt 16 Gramm. Er ist Sinking bei Lorenzo. Und farbentechnisch steht, glaube ich, bei denen immer nicht drauf, oder? Doch, ja, Mame. Gesundheit. Wobbly 62. Packen wir mal aus. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Moment. Das Origami hier mal schnell auseinanderfalten. Haha! Lemmy hat nämlich gelernt. Hat er nämlich mal vergessen. Hat er mir gleich in die Kommentare geschrieben. Aber jetzt weiß ich's. So, also. Nervous Wobbling Action on Steady Retrieve. Fish Us by Lorenzo. Rasseln sind mit drin. Strong Rolling Action on the Tail. Also hinten am Schwanz ist richtig was los. Gibt es hier auch Deutsch? Nö. Spanisch, Französisch, Griechisch. Ach nee, das heißt Germany. Oh Gott, ist das schlecht, ey. Das muss ich rausschneiden. Hoffe ich denke nicht dran. Die mit der japanischen Vanguard-Technologie entwickelte Kunstköderserie bietet hochwertige Oberflächen und perfekte Ködermerkmale der Optik und des Laufverhaltens unwiderstehlich für jeden Raubfisch. Perfekt. So, schauen wir uns auch mal an hier. Oh, hier ist auch mal ein bisschen dick hier. Süß, schöne Farbe. Da kann man bestimmt auch hier bei uns easy peasy Barsche mit angeln. Gar kein Problem. Rasseln drin, so eine ganz feine, ne, ganz leichte. Und V-Aktiv. Jupp. Schönes Teilchen. Kannst nicht meckern. Der Haken ist natürlich, also wenn ich den jetzt auf Barsche angeln würde, würde ich natürlich hinten einen kleineren Drilling ranmachen. Der ist jetzt ganz schön überdimensioniert. Aber wir sind hier mit Meerforellen angeln und Meerforellen, wie ihr sicherlich wisst, werden ja bis zu 1,20 Meter lang unter idealen Bedingungen. Und das sind natürlich richtig kampfstarke Fische und deswegen muss das Ding auch ordentlich dimensioniert sein. Perfekt. Ja, hier oben auch nochmal so die Infos drauf. Sehr schön. Das ist natürlich ein bisschen toll. Mach mal scharf hier. So. So. Haben wir noch was? There is an autogram von Nick Grunberg. Ah, schöne Forelle gefangen da. Perfekt. So, ich halte mal den Finger rauf. Hier der Expertentipp unter dem QR-Code. Hecht 116, ganz toll. 77er Zander, auch super. 49er Barsch, richtig toll. 79er Meerforelle und Steelhead. 51 cm. Was ist Steelhead? Ich weiß es nicht. Kommt aus Grevesmühlen, ist 1988 geboren. Damit war ich da schon in der Schule, als der junge Herr geboren wurde. Und er ist ein Deutscher. Perfekt. Ja. So, schauen wir mal schnell ins Heftchen. Wie spät ist es eigentlich? Eieiei. Halb zwei schon.
So, Limited Sea Trout Edition, Editione. Oha, Westies Sunday Inline. Das werde ich jetzt euch gar nicht alles vorlesen, einfach weil dann das Video unendlich viel länger werden würde. So, das ist übrigens Neopren. Siehst du, was habe ich gesagt? Plaste? Hier, ist tatsächlich Neopren. Ein Neopren-Aufwickler rund. Da haben wir die LMAB Tacklebox Standard, Balzer Liftmontage Polar Magnus. Fanggarantie Liftmontage 101 als schwerer Hauptköder. Das usual. Schlägt das hingegen am Seitenarm ein, zieht sich die Mundschnur nach unten. Ah, verstehe. Also wenn die Meerforelle quasi hier beißt, sieht man hier schon, dann geht hier das Stück Vorfach durch. Das heißt, dann wird der Köder quasi nach oben gezogen und ist so außer Reichweite von Hängern und sowas. Ne? Also wenn es jetzt fest wäre, ist es ja so, weil die Fliege hier generell vor dem montiert wird, würde der natürlich, wenn an der Fliege nur was beißt, runterhängen und dadurch hätte es dann natürlich mehr Hänger gefahren. Das hat man dann halt so umgangen. Ist ja ganz schön clever. So, Vorfachmaterial, Wirbel. Spirulino, sage ich ja. 30 Gramm sinken für extra Weite, wenn die Meerforelle sich partout auf kleine Köder eingeschossen hat, die dann aber eben auch auf Distanz angeboten werden müssen, ist es Zeit für Spirulinos. Durch die sinkende Eigenschaft dieses Modells kommt der Köder außerdem schnell auf Tiefe. Sehr gut, perfekt. Ja, also ziemlich cool. Habe ich doch eigentlich toll erklärt, oder? Da ich noch nie auf Meerforelle richtig geangelt habe, also geangelt schon, aber noch keinen Erfolg hatte. Glaube ich, habe ich das eigentlich mir alles ganz gut zusammengereimt. Ansonsten finde ich es eine schöne Box. Also wenn ich mehr Vorrolle wäre, ich würde die Box feiern. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr euch die bestellen wollt, Link ist in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.